Reverend Miss Jackson. Zurück zu Resident Evil 3. The Remake. When you see this. Was passiert dann? Dann bin ich tot. So, wir müssen uns jetzt um Jill kümmern. Tyrell, wo ist Bart jetzt? Muss im Labor hinten sein. Halt durch, bin unterwegs. Verstanden. Carlos, over. Carlos, over. Ja, es war so klar. Ach, da klopft einer gegen die Tür. Ja, guck mal. Spencer Memorial Broschüre. Willkommen im Spencer Memorial Hospital. Das Herz der Gesundheitsfürsorge in Raccoon City. Die Spitze der Wissenschaft. Das Spencer Memorial Hospital wurde von der Spencer Foundation akribisch geplant, um als tragende Säule der medizinischen Versorgung in der Region zu dienen. Neben unseren hochmodernen Ambulanzen und der geräumigen Bettstation verfügen wir über eine der größten Forschungsstationen des Landes, in der wir klinische Versuche mit neuen Medikamenten durchführen, die die Medizin in den Vereinigten Staaten und auf der Welt reformieren werden. Ja, ja. Ja. Bleib doch einfach mal liegen. Wie wär's? Ich hab keine Zeit dafür! Mit durch die Tür geglitscht. Ja, toll. Jetzt haben wir einen Platz verbaut. Was habe ich überhaupt alles mit? Na, Dickerchen. Schieß du auch auf. War so klar. Das war so klar. Okay. Ich musste mal eben auf die Uhr gucken, wegen der Aufnahmezeit. Nicht, dass ich schon wieder maßlos überziehe. Tot. 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 Diese Geräusche hier. Auch endlich tot. Nicht tot. Wunder, dass der nicht aufgestanden ist. Test. Gut, sehr schön. Okay. Vergisst du? Anscheinend muss man mit Jill auch noch lang, weil ich habe ja keinen Dietrich. Kiste. Nice. Da hätte jeder auch keiner aufgesprungen ist. Hier liegt auch nichts von Munition rum. Oh. Ein Fridolin.
freundlich ins Mikrofon. Kassettenrekorder. So soll er bestimmt noch eine Kassette finden. Da ich ja. Dr. Bart, sind Sie da drin? Ich bin hier, Sie zu retten. Öffnen Sie die Tür. Stimmenmuster nicht gefunden. Stimmenmuster? Was für ein Sci-Fi-Mist ist das denn? Wäre auch sonst so einfach. Pflegertagebuch, 25. September. Jeden Tag bringen Sie weitere von diesen Patienten mit der rätselhaften Krankheit. Die Beruhigungsmittel stoppen Ihr Delirium nicht. Deshalb müssen wir Sie in Zwangsjacken stecken und Sie in den Isolationsflügel transferieren. Das Problem ist aber, dass der Isolationsflügel bereits aus den Nähten platzt. Der Direktor hat uns befohlen, jeden mit Symptomen kostenfrei aufzunehmen. Aber was erwartet er von uns? Sollen wir Ihnen gute Besserung wünschen? Wir haben keine Heilungsmethode. Und das ist noch nicht alles, was mir Sorgen macht. Wenn diese Patienten sterben, werden sie nicht von normalen Bestattungsdiensten mitgenommen. Man hat uns gesagt, es sei eine Sonderabwicklung, um zu verhindern, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich denen das abkaufe. Miranda hat gesehen, wie einige Typen nachts eine Leiche durch die verbotene Tür geschoben haben. Warum? Wohin? Was geht hier vor sich? Ja, was geht hier vor sich? Der Ausbruch ist da. Es ist ja fast wie Corona. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Und ihr habt kein Corona und auch keinen in eurer Umgebung, der es hat. Okay. Ja, Gott sei Dank. Die geben aber langsam zu Neige. Ja! Wo kommt die Bitch denn her? Oh! Habt ihr das gesehen? Da flog irgendwas durch den Raum. Bleiben Sie liegen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit. Okay, Sie sind tot. Ja, hier braucht man anscheinend eine ID-Karte, die wir nicht haben. Alle tot. Der bricht doch bestimmt da gleich durch. Madame! Ich bitte Sie, bleiben Sie liegen! Sie sind schwer verletzt. Immer noch nicht, mein Gott. Okay. Durch. Okay.
Hier ist doch irgendwo wieder so ein Lickerviech oder so. Da kommen wir nicht lang. Oh, guck mal. Noch ein Charlie. Und Sie, Monsieur? Sind nicht tot. Sind Sie jetzt tot? Bleiben Sie liegen. Sie sind alle schwer verletzt. Wir schicken Hilfe. Wir schicken Hilfe. Wie jetzt überhaupt hier? Dach. Garde des Krankenhauses! Yay! Oh. Oh, Safe Room. Das ist gut, da können wir ein bisschen Heilung wegpacken. Hier haben wir kaum Platz hier. Pflegertagebuch, 27. September. Wir haben mehr als 20 Patienten mit der rätselhaften Krankheit aufgenommen. Patienten im Isolationsflügel zeigen schwere Nekrose der Extremitäten, Fieber, musitierendes Delirium und Anzeichen von Hyperphagie, möglicherweise eine Infektion. Wir haben alle Antiseptika ausprobiert, immer noch keine Blutergebnisse vom Forschungsflügel zurückgekommen. Nochmal nachfragen. Dr. Young wurde gebissen, als er einen der Patienten behandelte. Wir haben die Wunde desinfiziert, aber sein Fieber lässt nicht nach. Nichts zeigt Wirkung. Mittlerweile ist in der Ambulanz reinste Anarchie ausgebrochen. Die Patienten dirillieren und werden zunehmend gewalttätiger. Wir haben auch die Mitarbeiter herbestellt, die dienstfrei hatten. Jetzt heißt es, alle Mann an Bord, wir müssen dieses Chaos eindämmen. Es hat nicht geklappt, wie wir alle wissen. Das mit dem Eindämmen. Ja, grünes Graumoi. Munition, schon mal sehr schön. So, dann speichern wir mal. Und dann geht's weiter. Ja, da kommen wir her. Müssen wir hier Belegschaftsraum oder so. Es ist mir viel zu still hier. Das kann ich jetzt schon mal verraten. Mir das viel zu ruhig hier ist. Oh mein Gott. Hier hat doch irgendwas gewütet. Nicht sein, dass die alle Schluss. Dass sie alle tot sind. Gibt's doch nicht. Na gut. Pflegertagebuch, 29. September. Wir haben es versucht. Ich schwöre bei Gott, wir haben es versucht. Aber es gibt nichts mehr, was wir machen können. Das Chaos ist komplett außer Kontrolle. Die Opfer kommen jetzt in Scharen und sie sterben und verbreiten die Infektion schneller, als wir sie erreichen können. Wir haben alle Versuche aufgegeben. Diejenigen von uns, die nicht infiziert sind, haben uns hier verbarrikadiert. Wir können die Hilfeschreie draußen hören. Das Kreischen, aber niemand von uns will da rausgehen, denn das wäre unser Ende. Ich kann nicht glauben, dass wir unsere Patienten aufgegeben haben. Das ist das Schlimmste. Das ist die schlimmste Sünde eines Krankenpflegers. Ich kann nicht aufhören zu zittern, aber ich will leben. Ich will leben. 21 Uhr. Wir haben einen Helikopter über uns gehört und sind uns sofort weinend in die Arme gefallen.
Wir verdachten, ein Rettungsteam sei unterwegs, aber dann entfernte sich das Geräusch wieder und das Einzige, was uns geblieben ist, ist das Gestöhne der Toten und die stillen Schreie in unserem Herzen. Wir verlieren hier langsam den Verstand. Dr. Young, Ariana, Miranda, Dakota, es tut mir so leid, dass ich euch nicht retten konnte. Etwas kommt. Hilfe. Hilf. Hilf. Ja, das Etwas ist wohl das, was hier so gewütet hat. Und die Zombies getötet hat. Das ist nice. Memo von der Verwaltung. Regelung zur ID-Karte. ID-Karten dürfen das Krankenhausgelände unter keinen Umständen verlassen. Nach unseren Sicherheitsvorschriften müssen alle Mitarbeiter ihre ID-Karte in ihrem persönlichen Schließfach verstauen, bevor sie nach Hause fahren. Vielen Dank. Die Verwaltung, 20. September. Schlüssel der Umkleide vermisst. Der Schlüssel der Umkleide ist verloren gegangen. Die letzte Person, die ihn hatte, hat ihn womöglich im Innenhof verloren. Bis er wiedergefunden wird, wird im Büro der Verwaltung ein Ersatzschlüssel aufbewahrt. Bitte melden Sie sich bei der Verwaltung, um ihn am Ende Ihrer Schicht auszuleihen. Die Verwaltung, 24. September. Das ist dann wahrscheinlich hier das, ja. Gut. Das heißt, wir müssen zurück. Ich habe so die Befürchtung, dass uns hier gleich was anspringt. Das sieht nach Lickerspuren aus. Meine Lieblingsfreunde, die Licker. Da sind wir hergekommen. Stiff only. Okay. Das ist Ex. Ne, hier sind wir hergekommen. Da bleibt uns jetzt noch der Weg geradeaus. Diese Geräusche! Nicht hier lang. Okay. Dann hier lang. Oh. Nett. Save. Das war so klar. Hört ihr das? Irgendwo schlurft hier noch was rum. Notiz über Kassettenaufnahme. Dakota, ich glaube, ich weiß, was mit der vermissten Kassette von Dr. B passiert ist. Seine Forschungsassistentin hat sie mitgenommen. Einer meiner Patienten sah Abort. Etwas von einem Spind in der Schwesternstation mitgehen und damit zum Behandlungszimmer laufen. Ich werde während der Nachtschicht versuchen einzusteigen, um mich umzusehen. Bleib du einfach cool und mach weiter deinen Job. Mir ist egal, wie wichtig Dr. B für die medizinische Gemeinschaft ist. Diese Art von Belästigung ist nicht okay. Ich verspreche, ich lasse sie die Beweise nicht zerstören. Er ist ein Schwein oder ein Arschloch und er wird seinen Tag vor Gericht bekommen. Bleib tapfer, bleib stark, ein Freund. Okay, die ist tot. Der ist auch tot. Irgendwas schlurft hier noch rum. Der ist auch tot. Den haben wir noch gar nicht getestet. Auch tot. Gut. Dann wollen wir mal gucken, da drin ist bestimmt noch einer. Oder? Die sieht so aus, als würde die aufstehen. Der war so klar.
Ah, so klar. Wo ist jetzt hier der Schlurfle? Da, habt ihr das da auch gehört? Also ich habe gehört, ist doch jemand rumgeschlurft. Ah. Herbert. Das Braun ist schon wieder cool, das Kraut. Aber hier ist so an sich weiter nichts, oder? Doch da. So Munition. Alter, aber da bräuchten wir eine ID-Karte für. Das heißt, hier kommen wir jetzt erstmal nicht weiter. Das heißt, wir müssen hier lang. Oder ja. Oder können wir runterhüpfen? Da kann ich eh nicht durch, da ist auch weiter nichts. Oh, grünes Kraut. Was ist das? Schlüssel! Sehr schön, sehr schön. Wo sind wir jetzt? Wo zur Hölle sind wir jetzt? Nix, kannst du aufmachen. Jetzt sind wir wieder unten. Jo, jetzt sind wir wieder unten. Ja klar, ich bin ja runtergesprungen, aber hier sind wir jetzt wieder. Wo waren das jetzt nochmal? Da. Ja. Da müssen wir gleich hin. Wieder das Dach. Dann speichern wir jetzt nochmal. Und beenden die Folge für heute. Es geht dann nächstes Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bleibt gesund. Euer Scary Fairy. Ciao, ciao.